So, es geht weiter und jetzt passiert wahrscheinlich irgendwas wieder. Not moving, worm. You marks are late. Get to the temple now. Okay. Oh, was ist denn das? Oh Gott. Die schnetzelt alle kaputt. Und jetzt? Ah, Eiszauber. Dann können wir weitergehen. Jetzt. Ah, das ist ein Teil vom Schild. Friert sie ein. Ah, jetzt kommt Waldis. Draven. Und uns hat es wahrscheinlich auch erwischt. Nein, wir sterben. Hilfe. Ihr habt einen Auftrag abgeschlossen. Möchtet ihr das Spiel speichern? Ja, ich möchte es gerne speichern. So. Wie es scheint, sind wir jetzt bei den Dryaden gefangen. Und wir haben irgendwie so ein komisches Halsband, eine Fessel oder so. Reden wir mal mit der anderen Gefangenen. Hallo. Looks like we'll be here for a while. Might as well be friendly. Vielleicht können wir uns anfreunden. Das stimmt, ich heiße Drago Basler. Ich glaube, diese Motten haben mich im Kampf umgehauen. You and everyone else who got in their way. I suppose once they took the temple, they considered us expendable. Oh, wir waren nicht mehr gefragt. Der Tempel, ich sah Waldis. Yes, that cursed Valdis. Now we're stuck in some tree, imprisoned by walking foliage. How dare they abandon us? Jetzt sind wir Gefangene von Spinatblättern mit Beinen. Dies ist also die Stadt der Dryaden. Huh, I suppose you could call it that. I've tried to tell them to let me out, but they're a stubborn lot. Oh well, I can wait for them to see sense. Vielleicht können wir irgendwie ausbrechen. Well, I doubt it. These blasted rings around our heads seem to sense our intentions even before we've thought them. The previous occupant in your cell threw his bowl at the guard and was dead before it even hit the floor. Okay, einer war tot. Okay, durch die Fesseln, irgendwie können die Fesseln anziehen oder so durch Magie. Da ist noch ein anderer. As soon as I get out of here, these tree dwellers will feel the strength of my sword arm. Das ist ein Halbriese. Der hat eine ungesunde Hautfarbe. Und können wir mit der auch reden? What do you want? Was wollt ihr? Wo bin ich? Wo ist Draven? What? Oh, you're one of the new ones. We pulled you out from underneath the body of a blue-haired elf and brought you here to the town of Ayrjalan. You're to be kept behind bars until we figure out. Er ist tot. Draven ist tot. Nein. Warden Celia is in charge here, and what's to be done with you is up to her. If I were you, I would keep my head down and learn to be respectful before she finds you making demands. Also hat er uns das Amulett gegeben, weil er wusste, dass er sterben wird. Mist. Ich verstehe euch nicht. Was ist das für ein Ring um einen Hals? You wear the ring of submission to hold you in check. All prisoners must wear it.
Alle Gefangenen? Hush, here comes the warden now. Blasted dryads! Quickly, Orym, while she's talking to that elf. Now's your chance. Ja, sie zieht ihn an und er zerstickte. Oh Gott. There can be no hope for these types. Do not be so hasty, Celia. Some of these prisoners have roles to play yet. I have seen it. This poor soul here, for example. I know this one can be trusted. I do not know, Amren. Given arms, that mercenary could well kill us all. The entire village is endangered. As a personal favor to me, please give this prisoner a chance. As you wish, my friend. I hope you are able to find that which you seek. Namare, Melonamin. Till next we meet. Okay, Amren hilft uns scheinbar. Amren the Elf seems to trust you. I trust only the ring of submission around your neck, prisoner. Häftling? Bin ich jetzt ein Häftling? Ah, wieso macht er so Lärm? Gott, oh Gott, diese Landmaschinen immer. Die sollte man mal ein bisschen stutzen. Häftling, bin ich jetzt ein Häftling? Our troops found you on the battlefield. You are lucky they found you alive. Unlike the blue-haired elf. Aha, Draven ist tot? Das muss sein, was er vorausgesehen hat. Wo sind meine Habseligkeiten? Mein Medaillon? You were fighting on the side of Baldus. You are an enemy to the Dryads of Irulan. Your friend is of no matter to me. And your medallion will remain property of Irulan until you show where your loyalties lie. Okay, wir müssen beweisen, dann bekommen wir das Medaillon und unser Eigentum zurück. Ich hege keine Feindschaft gegen euch. Ich habe nur Befehle befolgt. Ich bin nicht Valdis Hör. Ich habe mich von ihm nur gut besolden lassen. Nein, das Erste. It is my orders you will follow now, and you will learn to keep your head down and your mouth shut. I have a task. Was soll ich für euch tun? Go to the weaponsmith at the blacksmith shop. She has spared some sharpening stones for our warriors. Get them and take them to the dryad outpost just outside the north gate of town. Okay. Ist diese Außenposten der Küstentempel? No. The temple of the coast held the Aegis of Life, a powerful relic from the first age. This artifact gave us all the protection we needed. Now the Aegis is gone, stolen by Baldus. Tell me, prisoner, what does he mean to do with it? Ich weiß nur, dass Baldus den Morden aufgetragen hat, bei der Suche nach einem machtvollen Artefakt alles zu zerstören, das sie ihnen in den Weg stellt. Baldus is growing stronger by the day, as is his army. The Morden mean to destroy our outpost, and then us. Enough, prisoner! Go get the sharpening stones from the weaponsmith and take them to the outpost in the northern jungle. If you do well, I might. Nun gut, ich habe wohl kaum eine Wahl, während ich diesen Ring um den Hals trage. Dieses Medaillon ist alles, was ich habe. Ich werde es mir auf jeden Fall zurückholen. Be thankful Amren spoke up for you. Take my advice, prisoner, and avoid the animals of the jungle. One bite from them, and you'll be riddled with the plague. Now go. And don't make me regret granting Amren's favor. Okay, wir dürfen uns nicht beißen lassen. Ein Biss und wir haben eine Krankheit. Oh Gott. There are creatures that carry the plague right outside the town gates. You will not even reach the outpost without being able to defend yourself. Take this equipment. It may not be the same as your old things, but it will give you some chance at least. Okay, eine Grundausrüstung bekommen wir jetzt. Oh, schön. Nehmen wir alles mal mit. Und jetzt haben wir so Triaden, Blatt, Panzer, Zeugs. Rüsten wir uns die Zauber wieder aus. Eine kleine Heilung. Und teleportieren. Und der kleine Waldbrand, Feuerbrand. Okay. Können wir hier noch ein Ding reintun. Ein Wiederbeleben. Wie geht das denn das für Tiere? Ah, das sind Schüsseln.
You may pass. Morden scum, leaving me to rot. Ich mach nochmal die der Sound für die Stimmen ein bisschen höher. Und wieso ist Ajax aus? Das will ich anmachen. Ach, kein Support. Ich lasse es kurz. Oh Gott, sick. Ich will nicht. Hallo, das ist viel zu laut. Bisschen zu leise. Ah, jetzt ist es wieder leise. Komisch. Es ist immer noch zu leise. Jetzt ist es wieder gut. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, wenn die reden. Nein. Aber ein bisschen leiser können wir schon stellen wieder. So, also speichern wir kurz und weiter. I'm still waiting to hear that you brought the sharpening stones to the outpost. Now get going before I lose my patience. Doch noch ein bisschen zu laut. So. Stop distracting me. I'm sure the sap bloods. Wieso wird das nicht leise? Oh Gott. Wieso gibt es nicht eine automatische Lautstärkeanpassung? Jetzt ist es gut. So. Jetzt kam man mit diesen Aufzügen nach oben. Schauen wir noch kurz, bei Spezial haben wir nur diesen. Eiszapfensalbe haben wir, können wir noch nicht ausrüsten. Okay, hier gibt es ein großes Haus. Schauen wir mal rein. Ah, hier haben wir einen Auftrag. I wanna be a blacksmith when I grow up. So. You must be one of Celia's. You wear the ring of submission around your neck. Ich bin kein Eigentum Celias. Recognize you. They brought you in last night. Ihr seht, wie man mich hereinbrachte. Frau Triade, sagt mir bitte, was geschah. The battle was terribly bloody. We lost many from our village. Worst of all, Valdis succeeded in taking the Aegis of Life. Okay, ich habe von diesem Aegis des Lebens gehört, weiß aber nur wenig darüber. It is a magical artifact that kept the Morden at bay. Without it, we are reduced to barricading ourselves behind these walls. Before we sealed the gates, you and the other injured prisoners were carried in. Some of you were mortally wounded. We worked hard to save your lives. Bevor wir die Tore verriegelten, wurden ihr und andere Verletzte hereingetragen. Einige von euch waren lebensgefährlich verwundet. Wir haben das Äußerste versucht, euch euer Leben zu retten. In der Schlacht standen wir uns als Feinde gegenüber. Was liegt euch daran, uns zu retten? You may have forgotten mercy, but we have not. You are indeed the enemy, however. And so you will stay with us as our prisoner. Gnade, vielleicht habt ihr recht. Schon lange habe ich keine Gnaden mehr walten lassen. Lasst mich darüber nachdenken, aber nun muss ich erst einige Wettsteine für die Wächtigen einsammeln. Here you are. And if you have some time, perhaps you could do a favor for me? Erlaubt mir zu beweisen, dass ich nicht länger euer Feind bin. Was kann ich tun? With all the fighting, we go through armor faster than we can craft it. Duma and Sen both need my help throughout the day and into the night. But I've only been in this trade for a short number of months. There's much to remember.
Okay, wenn ihr euch dem nicht gewachsen fühlt, solltet ihr mit der Meisterin reden. Sie verdient es, darüber Bescheid zu wissen. My memory is not normally this poor. I have lost dear ones in this war, and my mind is distracted. I seek your help. I must craft 5 suits of armor before the day is over. But with so much to remember, I have forgotten some of the steps involved. It would mean the end of my apprenticeship if the craft mistresses learned of this. Ich muss noch vor Ende des Tages 5 Rüstungen schmieden. Aber die Sache ist kompliziert und ich kann mich nicht mehr an alle Schritte erinnern. Wenn das die Frau Meisterin erführe, wäre dies das Ende meiner Lehre. Auch ich habe treue Freunde verloren und weiß, wie euch zumute ist. Wie kann ich euch helfen? There is a tome of smithing within the great hall that is sure to contain such information. I would be in your debt if you can discover the steps to creating dryad armor. Wo ist die Stadthalle? Take the lift to the southeast across to the Terrace of Wisdom. The great hall will be right in front of you. Fahrt mit dem Aufzug im Südosten hinüber zur Terrasse der Weisheit. Die Stadthalle liegt dann direkt vor euch. Scheint einfach zu sein. Ich bin gleich wieder da. Also, zur Ebene der Weisheit. Tierhandlung. Stadthalle, hier. Was? Zutritt für Gefangene verboten? Ach Mist. Ich werde das mal so machen. Die Quest könnte man sonst nur später beenden. Ich werde hier speichern und dann, glaube ich, die dritte Auswahl auswählen. Und die ist die richtige, glaube ich. Wenn sie falsch ist, laden wir halt das Spiel dann neu. Have you discovered the steps for crafting that armor? Duma has been giving me the looks. I'm afraid she has realized that I've forgotten one of the most important crafting recipes. Okay, dann hört mir jetzt gut zu, ich erkläre es euch. If I don't get started soon, I'll never be done in time. Dryad armor is tricky stuff to make on a forge. Quietly now, tell me what the tome said. Also es könnte die vierte Auswahl sein. Oder die dritte. 3 Töpfe sieden es was, 12 ist zu viel. 12 Eisenpilzscheiben. Scheiben hat es ja an den Rüstungen schon, das müssten 12 sein. Sonst gibt es ja nur die zweite Auswahl. Das Leder mit Wachs beschichten, die Scheiben anbringen, dann die Blätter an der so entstandenen Rüstung befestigen. Wir nehmen das. That rings true. Please wait a moment while I make the armor. Also, na gut, ich bin ehrlich gesagt ein wenig neugierig. Jetzt haben wir sicher falsch ausgewählt. Excuse me, Craftmaster Sen. The Dryad armor is completed just as you requested. This is indeed fine work, Telenu. Excellent. You may keep that suit for yourself as a reward for a job well done. My thanks. Craftmaster Sen seemed almost happy with my work for once. And it's thanks to your sleuthing. Please, take this armor as a gift for your assistance. Okay, wir haben es doch richtig ausgewählt. Danke, Telenu. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Ja, jetzt kann ich speichern. So, dann nehmen wir diese Rüstung. Die ist... Oh, 3 Stärke. Sehr schön. Die ist um einiges besser. Hat die noch etwas? Nein. Ha! You must have been roughed up pretty badly out there, if you think I'm going to sell you anything. Well, I do have a few things I was going to throw away. You can look them over if you don't have anything better to do. Okay. Ja, jetzt kann man hier Sachen kaufen. Wir haben aber 0 Gold. Kurzbalken können wir verkaufen. Und die Dryadenrüstung. Ja,
Die nehmen wir einfach mit. Ja. Es ist halt alles sehr teuer hier. 135 zum Beispiel. Schauen wir mal noch kurz hier rein. Hier haben wir zum Beispiel Druidenstäbchen. Kampfmagie ist hier, Naturmagie ist hier. Und ja, Fernkampfwaffen zum Beispiel. Wurfmesser haben wir auch. Also eine große Auswahl. Ah, hier drüben hat es noch ein paar Händler. Der Heiltrankverkäufer. You should not be wandering around here. Ja. Hier haben wir zum Beispiel die ersten Beschwörungszauber, wie zum Beispiel hier. Beschwörung eines kleinen Trusken. Feuerspeiendes Monster. Oder zum Beispiel hier. Beschwörung eines kleinen Fauna-Verteidigers. Aber der ist schwach. Dann lieber ein kleiner Raptor mit Stufe 7. Ja. Hier haben wir zum Beispiel eine Beschwörung eines kleinen Rhinox. Das tönt doch mal gut. Okay. Ja, dann hat es Heiltränke und Amulette hier. Aber können wir alles nicht leisten. I suppose I can enchant an item for you, so long as that ring ensures your good behavior. If you are able to pay my price, I may be able to make you something very special. Ihr könnt mir mit oder ohne Ring vertrauen. Bitte verzaubert einen Gegenstand für mich. Erzählt mir mehr über dieses besondere Ding. First, you must understand that becoming a master enchantress is not easy. One must spend many years studying the arts of herbalism and alchemy. If one did not know the properties of every reagent and the results of their combination, why, terrible things could happen. I have even seen careless apprentices blow themselves up. Okay, diese Kunst scheint schwer zu meistern zu sein. For one of my caliber, even the most difficult of tinctures and salves are possible. There is one in particular that is my specialty. It grants a fair amount of life recovery. I am told it is quite useful if you are interested. Oh, das hört sich wirklich nützlich an. Erzählt mir mehr. My customers call it Lumilla's salve, and it can be applied to enchantable armor for fighters and rangers, or jewelry of your preference. I would be happy to make some if you bring me the ingredients. 4 nettle clusters. They can be found in the jungle, if you keep your eyes open. Okay, 4 Nesselbündel. Danke, ich werde mich aufmachen, die Nesselbündel zu suchen. Okay, Would you like an item enchanted today? Schauen wir mal an. Die kann man nicht verzaubern. Ah, wahrscheinlich müssen die irgendwelche Sockel haben oder sowas. Okay, und dieses Symbol ist für ein, ja, ein Truppenmitglied, das uns anschließt. Da haben wir 2 zur Auswahl. Da wir eben eine Naturmagierin brauchen, nehmen wir die Deru. Er ist Nahkampf und ein bisschen Kampfmagie. Den können wir später auch noch mitnehmen, aber zuerst einmal die Deru. Ich hatte vor, euch zu fragen, Deru, ob ihr euch mich anschließen wollt. Ja. Yeah. Wirklich? Ich wollte sagen, eine ausgezeichnete Wahl. Wir sind ein gutes Gespann. So, jetzt können wir die hier skillen. Zuerst ausrüsten. 5 bis 6. Oder 3 bis 6 war das. Und hier nichts. Dann geben wir ihr auch die Zauber, die sie so hat. So.
Und jetzt werden wir sie aber auf Naturmagie skillen. So, dann haben wir zwei Naturmagier. Ist jetzt nicht so besonders gut, aber ich will ja Challenge. Welcome to Bernard's Odds and Ends Traveling Emporium. I made it to the safety of Ayrlon's terraces just before the Morden attacked. And we'll be staying until they leave, so take your time browsing my fine assortment of goods. I carry many special reagents, all of which Enchantress Lumilla can use in enchanting your equipment. Okay. Das sind die Sockelgegenstände, die kann man reinsockeln. Und ja, die geben verschiedene Bonusse, zum Beispiel hier 3 auf Stärke plus 6 Gesundheit plus 22 Mana. Das Wichtigste ist, dass ihr, wenn ihr überhaupt viele Items finden wollt, die Reagenzien, die MF-Chance geben, also magische Gegenstände finden, Chance erhöhen, vorkauft. Also, sie werden dann nicht mehr im Handel sein, wenn ihr zu hoch seid. Also, glaube ich, mit Level 40 gibt es das Höchste. Und dann könnt ihr die nie mehr bekommen, außer ihr bekämpft die Monster immer und immer wieder, die auf dem gleichen Level sind. Und dann bekommt ihr sie auch sonst noch. Momentan haben wir kein Geld, dann können wir nichts kaufen. Aber später werden wir natürlich sehr viele Sachen kaufen und auch lagern. Okay, da die Sachen hier nichts wert sind, verkaufen wir die. Dann halt so. Okay. Wow, wir haben 14 Gold, super. Und hier ist zum Beispiel ein Esel. So einen Esel können wir dann mal mitnehmen. Der Teleporter, das ist klar. Da können wir uns immer wieder in die Kampfzonen teleportieren lassen und wieder zurück. Und bei dem müssen wir eigentlich nicht anreden, der wiederbelebt uns hier in der Stadt wieder und wir können dann die Sachen wieder hinporten lassen oder sie die Sachen wieder aufnehmen in den Kampfgebieten, wo wir gestorben sind. So, und bei dem müssen wir auch nicht reden, das ist über den Teleport. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Hier können wir hoffentlich hoch. Hier ist das Gasthaus, so wie ich das gelesen habe. Ja, das ist das Gasthaus Schenke. Ja. Reden wir mit ihr. I would like to be alone, if you do not mind. Okay. Prisoners only speak when spoken to. Ja, ja. I cannot fault these dryads for barricading themselves in the village. I do not want to leave here myself, but with such a terrible sickness spreading like wildfire out there. Ja, wegen der Seuche geht er nicht weg. Your face is familiar. Are you from Amonlu? Ja, ich bin aus Amonlu. My story is both long and sad. You'll probably want to sit down and take out a hanky. Many years ago, I was captain of a fine... Oh, well, one day, my ship was wrecked in a brutal storm. I was washed ashore, unconscious. Also ihr wartet, was geschah dann? Right. As I was saying, when I came to, there was a beautiful woman standing over me. Was war dann so eigenartig? You'll never believe this part. This is the part no one ever believes. Ja, erzähl doch weiter. Well, she was sie war grün. Green and leafy. I had seen many strange things in my time, but none so strange as that, let me tell you. Well, except maybe for the... Was das war's? Well, you see, when I was your age,
Before I was captain of that ship, of course, I was a soldier. I was stationed at Windstone Fortress, which was built by the ancient Azenites way back before the... What was I talking about again? Etwas Merkwürdiges, das ihr gesehen hattet. Was war es? Oh, of course. As I was saying, my job was to sweep the cloister in the Temple of Xeria at the heart of the fortress. So one day I was sweeping and I stubbed my toe. You'll never guess what I stubbed it on. Ein Tartarit, der alte Greis, möglicherweise. We wouldn't have let senile old men into the temple, no. It was a green stone carved with the ancient Azenite symbol of the Tree of Life. There was a socket in the center of the room that looked as if the stone would fit inside it. But I took a nap instead of trying it. I bet if I had, though, it would have opened a secret door or something. There, now, wasn't that riveting? Ja, ja, erzählt mir mehr von dem Sockel. Well, now, I believe it may be part of some sort of puzzle. You know, they were keen on that sort of thing back in the temple's heyday. If you could investigate that... Das ist eine interessante Sache, ohne Zweifel. Na gut. Thank you, friend. The Temple of Xeria can be found deep within Windstone. Okay, Festung Windstein, aber da werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit nicht hinkommen. Aber ja, ist das halt eine Quest für später. Und hier oben hat es zum Beispiel eine Dame, die uns ermöglicht, die Ding auszutauschen und zu lagen, die Gefährten. The battle has brought so many travelers. I can hardly find beds for them all. This inn is the crossroads of the island. Und wir können sie vergrößern. Who's a friend? Chances are they'll end up here. Ja, okay. Das werden wir nutzen, wenn wir vier haben. Oder ich glaube, man kann nur zwei mitnehmen oder drei. Die vierte müssen wir kaufen. Die fünfte kommt dann im zweiten Schwierigkeitsgrad und der sechste Platz im letzten Schwierigkeitsgrad. There are no decent recruits to be found here. And what's worse, while my own squadron finds glory and riches in battle, Soldier Jordan is languishing in this backwater town seeking phantoms. Pshaw. If that wasn't enough, these leafheads don't even eat decently, let alone fight right. I'd give near anything to taste red meat again. The bloodier the better. Versteht meine Neugierde, aber was liegt dort neben euch auf dem Tisch? It's a statuette of Xeria. I'd be willing to give it to you in exchange for some fresh meat. This dryad diet of leaves and insects doesn't agree with me at all. Ja, Rips. Okay. Ist nichts für mich. Aha. Er braucht also etwas Fleisch. Er braucht richtige Proteine, nicht nur Pflanzen zum Fressen. Ja, reden wir mal mit der Gastwirtin. Ja, okay, wir können nichts haben, weil wir Gefangene sind. Und hier haben wir unser erstes Buch. Ja, da sind ein paar Geschichten drin. Die werde ich dann in einem Spezialpart mal ein bisschen vorlesen oder so. Aber jetzt nicht. Und einfach später zwischendurch mal. If these dryads had applied themselves and fought with skill, the Aegis would still be in our hands. How could they have been so foolish as to have let Valdis capture it? Ja, weil Valdis halt ein sehr starker ist durch die Macht von Saruman. Saruman, oder wie der heißt. Ja, hier ist zum Beispiel das geschrieben. Saruman heißt er, genau. Ja. Okay, gehen wir mal hier hin. Wasserfälle, gehen wir mal zu den Wasserfällen. Können wir noch nicht. Ah, schade. Und wenn wir hier in die zweite Eingang nehmen,
Und wieso gibt es überall Fliegen wieder in der Wohnung? Das nervt. Ja, können wir auch nicht, weil da kommen wir wieder zu den Krankenstationen und Stadthalle. Also, dann werden wir das nächste Mal rausgehen und ein bisschen Action erleben. Und ja, das kommt wahrscheinlich eben jeden Tag ein Part und eventuell sogar zwei oder einmal nicht. Und ja, ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Das Spiel wird natürlich immer wieder besser. Und jo, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder mir ein bisschen Hilfe geben könntet oder sonst irgendwas, dann dürft ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde alle Kommentare annehmen. Bitte lasst das Spammen und Werbung machen aus. Die Regeln findet ihr im Kanal und ja, diskutiert mit mir, wie findet ihr es, wie findet ihr die Challenge und ja, wie viel wir beschwören können, seht ihr ja dann. Also wir haben jetzt 5 zur Auswahl, dann nehmen wir 3 zum Beschwören, dann sind das 15 Monster. Plus noch 2 Pets. Also das wird extrem sein, aber das wird am Anfang noch nicht möglich sein. Erstens haben wir zu wenig Mana, zweitens wir haben noch keine Monster zu beschwören, das muss zuerst kommen. Und drittens, ja, ich weiß es nicht, was noch fehlt. Okay, aber das zum nächsten Part und jo, das Spiel ist wirklich gut, also genießt das Spiel und ja, lasst euch überraschen. Und ja, es gibt noch ein Add-on, aber mit dem Add-on wurde alles ein bisschen geschwächt, das ist ja nicht so gut und die Story vom Add-on ist auch nicht gut. Also ich spiele es ohne Add-on, dafür habe ich ja diesen Patch drin, weil der Patch, also der Hotfix geht da mit dem Add-on gar nicht mehr. Und so macht es mehr Spaß, das Game. Also, und vielleicht werde ich es mal danach noch spielen, also lasst euch überraschen. Aber zuerst spiele ich das durch zu 100% und dann kann ich noch das Add-on spielen. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Drago.